Merkt euch das Teil. Das Teil spielt eine große Rolle. Seid mir erneut gegrüßt, meine Nerds und Nerderinnen. Da bin ich wieder und ich habe euch wieder was Cooles mitgebracht. Heute mal wieder was aus Dänemark, heute mal wieder was von Lego. Und zwar die Nummer 42138, den neuen Lego Mustang Shelby GT 500 mit 544 Teilen, UVP 49,99 €. Erstens, wunderschönes Giftgrün. Mega coole Farbe. Ich habe übrigens meinen Kontrollmonitor jetzt dorthin verfrachtet. Mir wurde gesagt, dass das besser wirkt, wenn ich so schaue, als wie so. Schauen wir mal. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob das besser ist für euch. Wie immer schauen wir uns zuerst die Schachtel an. Hier Lego Technik. Wir haben auf der Vorderseite eben den Mustang. Wir haben hier unten natürlich offizielle Ford-Lizenz. Wir haben dieses AR Experience. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Für jeden, der mich kennt, weiß, ich bin eigentlich kein Fan von diesen komischen Lego-Apps und so weiter und so fort. Aber die App ist tatsächlich cool, wenn man daran denkt, dass das für Kinder gemacht ist. Zeige ich euch dann. Hat was von Carrera-Rennbahn. Finde ich irgendwie lustig. Hier oben sieht man auch schon das Special-Feature von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat Pullback. Mega cool. Wie gesagt, seht ihr dann noch. Dann die Rückseite. Wir haben auf der Rückseite ein paar Action-Shots von dem Fahrzeug. Hier sieht man auch, was passiert, wenn man quasi die Rückplatte hier abnimmt, das Schwarze. Darunter kann man dann so eine Technikstange reinstecken. Für was die ist? Für hier. Man hat Pullback. Man kann eben quasi die rote Stange reinstecken, dann kann man das Auto mit dem Fuß zum Beispiel dazu bringen, dass es fährt. So, ist für Kinder recht cool, wenn sie einen Wettbewerb machen wollen. Dann haben wir hier oben nochmal das Fahrzeug. Ich glaube sogar, das ist der, jo, da oben ist der echte. Und ja, schön. Dann haben wir die Oberseite der Schachtel. Auf der Oberseite haben wir nochmal das Fahrzeug. Wir haben in Originalgröße eine der Felgen. Dann nochmal Lego Live Dingens. Hier nochmal Lego 42138. Wir haben seitlich auf dieser Seite nochmal so einen Lizenzaufkleber. Da sieht man auch wirklich, dass das alles real ist und kein Fake. Nochmal der Pullback, schön grafisch dargestellt. Auf dieser Seite noch ein bisschen Werbung für die AR-App. Wie gesagt, ihr kennt mich, ich bin kein Fan von Apps, aber die ist wirklich lustig. Und dann bleibt uns nur noch die Unterseite. Und ihr wisst, was auf der Unterseite zu sehen ist, meine Freunde. Legal Schmafu, ein Strichcode und ganz viel anderer Text, den kein Mensch braucht. Schön. Dann stellen wir das mal heute hier hin. Nein, wir stellen es hier hin. Geht das irgendwie? Ja, das funktioniert schon, oder? Damit kommen wir klar. Dann als nächstes, wie ihr auch wisst, die Anleitung. Ich habe ja in letzter Zeit immer wieder mal erwähnt, ich baue ja alles nur noch digital. Das heißt, die Anleitungen werden jetzt immer aufgemacht für die Videos. Aber hier haben wir mal die Anleitung. Auch das gleiche Bild, logischerweise auf der Schachtel, ist ja Lego-typisch. Dann haben wir da drinnen... für alle, die mich kennen, wissen, ich bringe die Aufkleber nicht an. Ich zähle jetzt gerade mal durch. Es sind 24 Aufkleber. 24. Guckt euch das mal an. Also im Prinzip alles, was uns darauf schließen lässt, dass das Ding Ford oder Chevy oder wie auch immer ist. Und die Lichter sind Aufkleber. Kommt mir nicht in die Tüte. Dann lieber Giftgrün ohne Aufkleber. So, die Anleitung. Die Anleitung fängt wie immer typisch an mit Lego Building Instructions, könnt ihr euch digital ziehen. Das ist auch genau das, was ich mache, wisst ihr ja mittlerweile. Dann gibt es eine kleine Übersicht mit den Technikstangen wieder, Originalgröße ausmessen und so. Dann, es ist Bauschritt unterteilt, wir haben zwei Bauschritte. Da steht hier auch nochmal, sieht man das? Zwei Bauschritte, welche Seiten die anfangen und wieder aufhören, auch schön. Und dann geht es auch schon los. Jetzt schauen wir auf die letzten Seiten, damit wir wieder wissen, wie viele Seiten wir haben. Lego-typisch eine Teileliste. Ihr kennt mich, ich mag das. Wir haben tatsächlich 166 Bauschritte, obwohl ich eigentlich sagen würde 165, weil das 166. auf der Seite 107 ist nur noch im Prinzip ein Überblick. So, sieht man das? Schön. Genau, mein Finger ist im Weg. Dann haben wir dahinter noch Seiten. Da wird nochmal die Geschichte erklärt mit AR. Da ist nochmal ein Vergleich zwischen echt und Lego. Also hier der Vergleich. Hier nochmal AR und die ganzen Geschichten mit Pullback. Und dann natürlich
mein Favorite, die Teilelisten, schön. Und das war's dann. Hinten ist wieder dieses Win drauf. Lego-typisch ist die Anleitung natürlich leicht verständlich, ist ja auch logisch, ne? Lego-typisch haben wir pro Bauschritt immer nur ein paar Teile, die gesetzt werden. Alles sehr, sehr gut erklärt. Gibt es keine bösen Überraschungen, aber war auch nicht zu erwarten bei Lego. So, das war mal das. Und jetzt, meine Freunde, das Teil hier. Merkt euch das Teil. Das Teil spielt eine große Rolle. Ich habe keine Ahnung, warum mir sowas immer passiert. Okay, auf jeden Fall, es geht um dieses Fahrzeug hier. Da ist er. So, ich muss immer schauen, wo das am Tisch ist. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit dem Setting. Also es ist immer so, wenn ich es hier hinstelle, ihr seht das ja. Naja, da ist er. So, Moment. Boom. Wir haben hier die Seitenansicht. Jetzt mal ernsthaft, der ist echt wunderschön. Was ich leider schade finde, ist, dass die vordere Technikachse grau ist und die hintere schwarz. Und ja, mir wurde gesagt, das hat was mit den Längen der Achsen zu tun. Aber man hätte auch genauso die dünneren Stopper nehmen können. Ja, vor allem die Achsen stehen ja drüber. Okay, aber sei es wie es ist, Seitenansicht, wir haben die Vorderansicht, ist schon sehr Mustang-mäßig, ne? Also das haben sie schon recht gut hingebracht, vor allem für die Größe, muss man einfach mal so sagen. Wir haben die andere Seite, die fast so aussieht wie die andere Seite. Was mich wieder ein bisschen stört an dieser Stelle, sind die blauen Pins, aber das sind wir mittlerweile eh gewohnt, ne? Leider. Vor allem witzig ist, es sind sehr, sehr wenig blaue Pins, das meiste ist tatsächlich schwarz, aber die 1, 2, was sehe ich jetzt auf die Schnelle, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, ich glaube 6, ja, hätten wir auch noch austauschen können. Und hier haben wir noch die Rückansicht, finde ich auch cool, ist jetzt natürlich blöd ohne Lichter, aber wie gesagt, Aufkleber kommen mir nicht in die Tüte. Und dann haben wir die Ansicht von oben, auch sehr, sehr cool, ich mag ja auch das mit dem weißen Streifen. Der Rest ist leider auch Aufkleber, glaube ich, wenn ich mich recht, ja genau. Also der Streifen hier oben wäre auch noch ein Aufkleber, schade eigentlich. Und dann die Unterseite. Auf der Unterseite sieht man natürlich techniktypisch jede Menge Löcher, jede Menge Pins und jede Menge Löcher. Also Löcher in den Stein und Löcher im Fahrzeug. Aber es ist Technik, es ist stabil wie Lulle. So, und dann zeige ich euch mal was. Wir können rein theoretisch die Motorhaube so ein bisschen aufmachen. Da ist aber nicht wirklich was drin, also... Egal. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Schade eigentlich. Ist aber vermutlich nicht anders lösbar bei der Größe. Die Reifen und die Felgen finde ich mega cool. Ich bin ein riesen Fan von diesen Felgen. Die sind ja auch die, was auf dem Mustang drauf sind. Also auf dem blauen Mustang. Es ist auch ein Mustang. Eigentlich ist es ein Shelby. Jetzt die Frage, ist es ein Pferd oder eine Schlange? Beantwortet mir die Frage, wenn es geht. ja, viel mehr Funktionen gibt es nicht. Das Lenkrad ist fix montiert. Es gibt keine Lenkung, keine Federung. Ist auch logisch in der Größe. Aber was wir hier haben ist, wir haben hier hinten schwarze Fliesen und darunter haben wir so, so ein kleines Technikteil. Ne? Und das zeige ich euch. Die schwarzen Fliesen kann man abnehmen und zerstören natürlich. Die kann man abnehmen. So, lege ich nochmal hier hin, dann seht ihr das. Und den mittleren Technikteil hier unten kann man abnehmen. Warum man das macht, kann ich auch zeigen. Jetzt haben wir hier hinten quasi so ein rotes Technikteil mit zwei Achsaufnahmen. Ne? Genau. Und da geht es jetzt genau um diese Geschichte mit dem Pullback. Also wenn ich jetzt quasi den Pullback anziehe, dann passiert da nichts. Das hakt ein. Weil der Teil hier hinten, also dieser rote Teil, muss quasi runtergedrückt werden und dann fährt das Fahrzeug los. So, ist jetzt natürlich blöd, wenn man am Boden ist und man will ein Rennen machen, dann kommt man da nicht dazu. Deswegen hat sich Lego gedacht, hey, wir bauen das so, dass man Teile rausnehmen kann. Sehr schlau. Nehmen dann das Teil hier mit diesen zwei Achsen, stecken das da rein. Moment. So, seht ihr das? Genau, jetzt steckt das da hinten drin. Und wenn man es jetzt ins Regal stellt und so, baut man die anderen Teile rauf, sieht recht cool aus, ist clean, alles gut. Und wenn man jetzt quasi Kinder hat, die damit spielen wollen, kann man jetzt quasi das Fahrzeug aufziehen, so wie jetzt, und kann dann da hinten, zum Beispiel wenn es am Fuß am Boden ist, draufdrücken. Boom. Cool, oder?
Echt krass. Deswegen sage ich, das ganze Ding hat fast so ein bisschen was von der Carrara-Rennbahn. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Es gibt, wie schon in der Anleitung gesehen, und auch auf der Schachtel, ist ja ganz dezent, diese App, dieses Technik AR. Und ich bin hier eigentlich, also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein großer Fan von diesen ganzen Lego-Apps mit diesem ganzen, oh, dein Kind braucht jetzt ein Smartphone, um zu spielen, dein Kind braucht bla bla bla, was auch immer. Finde ich absolut bescheiden. In dem Fall ist das aber tatsächlich eine App, die Sinn macht und eine App, die Spaß macht. Und deswegen habe ich die für euch ausgetestet. Mein Resultat hier. So, und dann schauen wir uns mal die App an. Also zuerst ladet ihr die aus dem Play Store oder Apple Store oder wie auch immer die heißen runter. Nennt sich Technik AR. Dann öffnen wir die App. Die App lädt dann ganz kurz. Dann gibt es zwei Fahrzeuge zum Auswählen. Wie mir scheint, gibt es auch noch was von der Formula E. Ein Porsche 99X Electric mit der Nummer 42137. Die brauchen wir heute aber nicht. Wir wollen heute den Ford Mustang Chevy GT 500 mit der Nummer 42138. Dann gibt's dann klicken wir drauf, dann gibt es ein schönes Video mit dem, also ein Bild mit dem Motor. Hier drin gibt es jetzt zwei Geschichten. Hier gibt es Turnier und Galerie. Das Turnier geht erst, wenn man das Tutorial fertig hat. Wir klicken jetzt mal auf Galerie, schnelles Drag Race. Da gibt es jetzt auch ein Video, das zeige ich euch jetzt nicht, weil dann müsste man den Bildschirm drehen. Das wäre dann egal. Ihr könnt es euch ja dann anschauen. Da sieht man einfach nur einen echten Mustang wegfahren. Ne? Dann klickt man hier unten auf geht's. Dann kann man sich Strecken aussuchen. Also es gibt hier die Wüste in Texas, es gibt New York, Flughafen, Michigan, einen Bahnhof. Und wir nehmen jetzt einfach mal das erste hier, klicken da drauf. Dann sieht die ganze Geschichte so aus. Das lädt dann ein bisschen. Dann wird nochmal erklärt, elterliche Aufsicht empfohlen, spiele an einem gut beleuchteten Ort, schütze dein Fahrzeug und die Umgebung, spiele auf einer flachen Oberfläche in einer sicheren Umgebung, vermeide gemusterte und reflektierende Flächen. Gut. Dann klickt man auf Ich bin bereit. Dann geht es darum, dass man den Boden abscannen muss, wo quasi die Rennstrecke ist. Das geht recht schnell, wie ihr seht. Dann kann man die Startlinie festlegen. Also ich lege jetzt mal das Auto runter, damit ich ein Größenverhältnis habe. Wir werden circa hier starten. Das heißt, die Startlinie wird circa hier sein. Dann nehmen wir die Ziellinie. Ich nehme die Ziellinie jetzt einfach mal da hinten. Jetzt nicht ganz so wichtig. Und dann sieht man auch gleich, das ist recht cool. Es gibt hier AR-mäßig Zeug zu begutachten. Hier gibt es ein bisschen so 3D-Objekte. Ne? Sieht man hier auch auf der Seite. Genau. Das ist mal das. Dann kann man hier unten noch weiterklicken, wenn man denkt, dass man soweit ist. Dann gibt es nochmal eine Erklärung. Bekommt bei Drag Racing, schlag deine Gegner, indem du schneller fährst. Das Wichtigste zuerst, mach dich bereit, indem du deine Reifen aufheizt, um maximalen Grip zu erzielen. Ja. Voraussichtliche Spieldauer 2 Minuten. Dann klicken wir auf Auf geht. Dann erklärt er nochmal, willkommen in Texas. Wir wissen, dass wir in Texas sind mittlerweile. Hier oben gibt es noch Fragezeichen, da gibt es Informationen. Dann dieser Würfel rechts oben ist neu ausrichten. Und wir klicken jetzt mal auf Weiter. Dann muss man das Fahrzeug in so eine Art Burnout-Ebene bringen. Ich habe jetzt schon mal hinten hier alles reingemacht. Dann ziehen wir das mal so ein bisschen auf. Dann stellen wir es wieder hier hin, weil wir lassen es ja quasi hier runterfahren, ne? Zur Kameratasche. Ja. So, steht jetzt in dieser Area, dann steht da Fahrzeug erkannt, du bist bereit. Wir klicken jetzt dann auf Start. So, dann drücke auf das Gaspedal, um den Timer zu starten. Und die haben hinten die Stange drin, das heißt, die kann dann später so mit der C drauf. Das heißt, wir starten jetzt mal den Timer. Sieht man hier unten auch schon. Genau. Ich hoffe, das läuft einigermaßen flüssig für euch. Und dann geht es darum, zack, und bumm. Gutes Warm-up, guter Burnout, 0,05 Sekunden. Burnout abgeschlossen. Genau, jetzt steht da unten Zeitbonus für das Drag Race erhalten. Los geht's. Wie man startet, zieh Fahrzeug auf und sichere den Motor durch Hochdrücken des Hebels. Wenn du bereit bist zu starten, drücke den Hebel nach unten. Ja, auch das wissen wir, glaube ich. Ne? Dann plane deinen Start, starte das Fahrzeug unmittelbar nach Countdown für den Zeitbonus. Wissen wir auch. So, dann ziehen wir jetzt mal das Fahrzeug auf. Wir haben das Fahrzeug aufgezogen, stellen das Fahrzeug wieder dahin, wo wir früher waren. Quasi hier. Genau. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz in der Box. Das ist so ein bisschen ein Ding, muss man ein bisschen aufpassen. Genau, und dann geht's Rennen starten. Wir klicken jetzt drauf.
Und los geht's. Und ich habe daneben gedrückt. herrlich. Ich habe daneben gedrückt. Ich habe auf den Heckspoiler gedrückt und nicht auf das Auto. Genau. Hier sieht man jetzt die Rennzeit, was man hat, die Reaktion. Ich war jetzt natürlich ein bisschen mies, ne? Die Reaktion. Und ja, das ist im Prinzip die App. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch die mal kurz, damit ihr mal seht, wie sowas funktioniert. Da steht jetzt noch, wie lange hat der Gegner gebraucht, wie lange habe ich gebraucht, bla bla bla. Genau, und im Prinzip war es das. Da kann man jetzt Rennen verlassen, nochmal fahren und so weiter und so fort. Aber ihr habt die Basics jetzt mal verstanden, ne? Genau. Und jetzt kann man dann rein theoretisch auch das Turnier starten. Das werden wir jetzt nicht mehr tun. Nur damit ihr einen kurzen Überblick habt. Und da sind wir wieder. Es ist mega cool, oder? Jetzt mal ernsthaft. Also, ich glaube, für Kinder macht das so viel Spaß. Also ich hatte ein bisschen Spaß. Wie gesagt, die Länge hier ist ein bisschen limitiert. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Vorzimmer habt, die meisten Vorzimmer sind ja diese langen, schlauchförmigen Gebilde, ne? Glaube ich, dass das ziemlich krass ist für Kinder, wenn die da quasi Wettrennen machen und mit dieser Stange und Klack und huicht. Und mit den zwei verschiedenen Autos, die es eben gibt, dann quasi so ein bisschen rennen können. Finde ich mega cool. Wichtig ist immer, merkt euch das, vorne, wenn das Auto irgendwo hinfährt, stellt irgendwas Weiches hin. Ein Kissen, eine Tasche, irgendwas Weiches. Weil das Auto wird dagegen krachen. Und wenn es gegen die Wand kracht, glaube ich, ich glaube zwar nicht, dass da was abbrechen kann, aber ich befürchte einfach, dass das ziemlich schnell, ziemlich fertig aussieht. Und ja, also wie gesagt, die App ist tatsächlich ziemlich cool. Macht echt Laune. Und ja, was gibt es sonst noch zu erwähnen? Das Auto für den Preis absolut top, meiner Meinung nach. Also ich würde es wieder kaufen. Jetzt habe ich es aber schon. mal schauen, vielleicht taucht der Fabricable mal ein ziemlich cooles Mock davon auf oder ein B-Modell oder so. Dann wird es nochmal gekauft. Für den Preis kann man nichts falsch machen. Es ist wirklich ein wunderschönes, wunderschönes Set. Und jo. An dieser Stelle sei wie immer zu erwähnen, meine Freunde, ihr kennt das. Es gibt von mir einige Informationen, die ich euch jetzt kurz reintrichtern möchte. Erstens, folgt mir auf Facebook, Instagram und allen Social-Plattformen. Wenn euch gefällt, was ich mache, liked dieses Video, abonniert diesen Kanal, aktiviert das Glöckchen. Liken, abonnieren, aktivieren. Genau. Und danke dafür. Wir haben jetzt vor kurzem die 500 Abos geknackt. Das ist mega cool. Danke nochmal an alle, die beigetragen haben. Es gibt zurzeit ein kleines Gewinnspiel. Dafür gibt es einen Short. Das sollte zu finden sein. 500 Abo Gewinnspiel Short. Schaut euch das an. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das Video seht. Mag sein, dass dann das Gewinnspiel schon vorbei ist. Aber jetzt gerade, wo das Video gedreht wird, gibt's das. Egal. Dann gibt's collectible.com, collectible.com, meine Webseite. Auf dieser Webseite gibt es nützliche Informationen zu mir und zu Sarah. Dort gibt es aber auch einen Link zu meinem eBay-Shop. Auf diesem eBay-Shop gibt es immer wieder gebrauchte Sets. Also es kann sein, dass gewisse Sets mal da auftauchen oder gewisse Collectibles oder was auch immer. Und zusätzlich gibt es auch einen Link zum Merch-Shop, einen Spreadshirt-On-Demand-Shop. Das heißt, jeder von euch kann dort selbst bestellen, kriegt das nach Hause geliefert. Wenn irgendwas nicht passen sollte, kümmert sich Spreadshirt auch um die Garantie, Austausch, Reklamationsgeschichten. Das heißt, ich bin da komplett aus dem Schneider und ist für euch auch praktisch. Versandtechnisch ist das auch viel, viel günstiger und praktischer für euch. Und schaut da mal rein. Es gibt Merch von mir, sowas wie das hier. Ich muss mal wieder ein neues T-Shirt besorgen, fällt mir gerade so ein, weil ich kann nicht immer das gleiche T-Shirt anhaben. Ihr versteht mich. Und Merch von Sarah, Merch von Himberia. Ihr wisst schon, Hashtag Katastrophe und so, Hashtag. Es gibt Merch vom Dogecourt und so viel mehr Zeug wird früher oder später noch auftauchen. Aber zuerst kommt man Mexiko dran. Wenn ich wieder da bin, wird mit vollem Elan weitergearbeitet. Jo, das bringt mich auch zu dem nächsten Thema. Wir sind jetzt quasi dann in der letzten Woche, bevor ich abhau nach Mexiko. Also es wird Montag noch ein Video geben, es wird nächsten Freitag, wenn ich aber schon in Mexiko bin, noch ein vorproduziertes Video geben und die Woche darauf fangen wir dann natürlich an, neue Videos zu produzieren. Also wir haben ein bisschen was geplant in Mexiko. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich alles ergeben wird. Das bringt mich aber leider auch zu dem Thema, dass meine Twitch-Aufbaustreams, die jetzt jeden Dienstag und Donnerstag von 18 Uhr bis 20 Uhr stattfinden, nächste Woche Donnerstag wird es keinen mehr geben. Dienstag gibt es noch einen. Und die Woche darauf, wenn ich in Mexiko bin, muss ich erst schauen, wie ich das hinkriege. Ich stelle aber bei Twitch den Urlaubsmodus ein. Das heißt, ihr werdet nichts verpassen, meine Freunde. Genau. Und ja,
Danke wie immer an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und Cheerio.